Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wer letztens das Halloween-Special verfolgt hat, wird gesehen haben, dass ich im Video gesagt habe, wer den Sarg möchte, der soll das bitte mal unter das Video schreiben. Viele dachten sicherlich, das ist wieder einfach nur so ein Scherz oder so, aber der Ramses, der macht keine Scherze. Und das möchte ich euch hier beweisen, denn hier ist der Sarg. Den habe ich extra für euch jetzt rausgeholt, denn der lag eigentlich schon auf dem Müll. Jetzt habe ich den wieder rausgezogen und den, habe ich ja gesagt, kann ich an einen Zuschauer verschicken, wenn den jemand haben möchte, exklusiv aus unserem Video. Und einer hat sich gemeldet, wirklich. Und das war nämlich der Luki, beziehungsweise der Lukas Pedersen. Der hat mir dann auch bei WhatsApp geschrieben, hallo Ramses, ich bin es, Lukas Pedersen von YouTube. Ich hätte gerne den Sarg, am liebsten mit Unterschrift. Meine Adresse lautet, piep, wäre super lieb von dir. Gruß, Lukas. Und der Ramses hält natürlich, was er verspricht. Er hat auch gefragt, ob noch Inhalt in dem Sarg drinne ist, ne? Oder ob wir alles vernascht haben. Natürlich haben wir alles vernascht. Der Sarg ist also leer. Aber hier sind ja noch zwei Minispiele. Hier ist so ein Labyrinth. Hier ist ein Adi. Und hier ist noch so ein Zählspiel. Das erste, was er wollte, ist eine Unterschrift. Jetzt wusste ich nicht, soll man die Unterschrift hier reinmachen in den Sarg, wenn man den aufmacht, oder macht man das hinten dran, weil man den Sarg zulässt? Ich schreibe es jetzt einfach mal inne rein. Mal gucken, ich unterschreibe so selten Sachen, wie das dann aussieht. Ich versuche einfach hier irgendwas. Oh, jetzt habe ich mir ja auch noch verschrieben. Man hat nur eine Möglichkeit zu unterschreiben und zack, kaputt, genau. Wie kann ich das jetzt retten noch? Da muss ich halt ein normales E draußen machen, keine Ahnung. So. Sieht es halt so aus. Und hier unten nochmal. Ist ultra hässlich, ne? Ist auch keine wirkliche Unterschrift. Ramses der Dicke, fertig, keine Ahnung. Hinten schreibe ich nochmal drauf, für Lukas, ne, einfach so. Das sieht viel besser aus als vorne. Für Lukas, Digga, aber du kannst wenigstens das Video zeigen und sagen, guck mal, der Digga hat meinen Sarg unterschrieben. Und weil er ja so schön gefragt hat, ob der Sarg leer ist oder ob da noch was drin ist, habe ich mir gedacht, ich werde ihn einfach neu befüllen. Pupsi kauft immer so viel Süßes. Die hat gerade zu Halloween 10 Tüten Süßes gekauft, wo in den 10 Tüten nochmal 50 Tüten drin sind. Also solche komischen Beutel mit Inhalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich beim Lukas jetzt auch was reinpacken. Wir haben nämlich hier von Trolli diese Halloween Sweet and Sour Gummitierchen. Genauso wie diese Trolli Cola Party. So Cola-Flaschen sind sowieso immer genial. Trolli Dino Rex extra sauer kommt auch mit rein. Genauso wie diese sauren Glühwürmchen von Trolli. Jetzt haben wir so viel Saures dabei. Da werfen wir mal ein Auge drauf. Ne? So ein Auge packen wir auch noch mit rein. Ist auf jeden Fall genial. Hier habe ich die Barbecue Party von Trolli. Trolli Sweet Barbecue Party. Also nach den ganzen sauren Sachen kommen jetzt hier süße. Das soll so ein Maiskolben sein. Das ist hier, keine Ahnung, ist auch Sweet Barbecue, aber was das sein soll, das sieht eigentlich aus wie eine Sternschnuppe, eine blaue. Kommt auf jeden Fall mit rein, genauso wie hier diese Wurst, diese Barbecue-Wurst zum Braten. Dann habt ihr, Trolli, einen Kürbis. Gab es nämlich so verschiedene Variationen. Ihr habt ein Gebiss, ein Dracula-Gebiss, packe ich auch mit rein, genauso wie diese herrliche Spinne. Ne? Hinten schön Schaumgummi, vorne feste Gelatine, weil wir so gut drauf sind, ne, packen wir auch noch hier von diesen Nimm-2-Bonbons, haben wir nämlich hier grüne, pack mal 2 rein, dann haben wir rote, pack mal auch 2 rein, wir haben hier so gelbe, pack mal auch 2 rein, weil ich total bekloppt bin, würden die Marktschreier sagen, pack mal von jedem einfach nochmal eins rein, weil das immer noch nicht reicht. Gibt es noch Milchmäuse obendrauf? Kennt ihr Milchmäuse? Ein bisschen Schokolade, da packen wir eine rein, 2 rein, 3 rein, 4, 5, ganze 6 Milchmäuse kommen da hinterher und da kann der Ramses doch auch mitmachen, ne? Kommt dran und das alles für einen 10er Spaß. Ist natürlich kostenlos, er hat gefragt auch, ob er mir da was geben soll für den Versand. Aber weil er noch sehr jung ist, ich glaube der 13,
Jüngere Zuschauer, 13, da soll er sich nicht in Unkosten stürzen. Geht natürlich alles auf meinen Nacken. Ein prall gefüllter Halloween-Sarg für einen Zuschauer mit Unterschrift aus dem Video, wo wir die Süßigkeiten getestet haben. Den mache ich jetzt zu. Den bringe ich dann auch heute noch zur Post. Und mal gucken, wann der ankommt. Mal gucken, wie ich das überhaupt verschicken kann. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an den Lukas, ne? Wenn der angekommen ist, sag Bescheid, mach ein Bild oder irgendwas. Kann man ja vielleicht auch bei Raider Mittwoch mal mit reinbringen, um zu zeigen, dass der Sarg angekommen ist. Ansonsten, halte die Augen auf. Der Ramses, der gönnt eigentlich immer mal was zwischendurch. Neben den normalen Verlosungen gibt es immer mal irgendwelche kleinen Special Giveaways oder sowas. Ihr seht, mir ist die Community eben trotzdem wichtig. Und ich freue mich immer, wenn sich jemand von euch freut. Das war's also, Halloween ist auch vorbei, das heißt, der Sarg kommt weg, der Ramses kommt weg, der Adi kommt weg, alles kommt weg, ne? Ja, der tut sich schon wieder mit der Gardine einlassen. Guckt euch das an. Adi, wir haben dich erwischt. Ja, jetzt brauchst du nicht loslassen, hängst du etwa fest? Nein, ich bin in der schwedischen Gardine. Guck, Adi. Ach, jetzt hat er. Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.